In meinem Gehirn bilden sich Kalkablagerungen, Rost und Urinsteine. Und ich bin heute schon wieder ganz minimalistisch unterwegs. Ich werde heute an einem Fluss schlafen, aber nicht, also doch denselben Fluss wie schon mal, aber nicht an derselben Stelle, sondern an der gegenüberliegenden Stelle, weil ich habe da noch nie dort gepennt. Ich bin ganz gespannt drauf auf die Location. Das wird richtig geil sein. Das wird richtig geil sein, heute endlich wieder draußen zu schlafen. Das wird wieder höchste Zeit, nur mit leichtem Rucksack, weil ich war zu faul gewesen, den Wagen zu beladen. Deswegen bin ich heute minimalistisch unterwegs, weil ich ein fauler Sack bin. Ich laufe ja die ganze Zeit durch so ein Industriegebiet durch, wo hier, guck mal. Hier so eine LKWs, hier, ja genau, Lastkraftwagen und sowas, ohne Fahrer drin. Anhänger sind voll cool, die können irgendwas transportieren. Anhänger sind zu empfehlen. Guckt euch mal diese urinfarbigen Zylinder hier vorne an, die sehen voll alt und verrostet aus. Genauso verrostet wie mein Gehirn und das hier auch. Weil ich fühle mich immer nur halb so alt, wie ich eigentlich bin. Deswegen ist mein Gehirn verrostet. Jawohl. Das ist eine super Eigenschaft. Guck mal, ich werde von diesem Flugobjekt da vorne belästigt. Der macht diese Geräusche, dieser Flugobjekt. Guck mal, da hinten, da ist so ein ganz kleiner Rohr mit Dampf oben drauf. Und hier vorne, das ist ein Rohr ohne Dampf oben drauf. Guckt euch mal an, wie schwarz das ist und wie verrostet und so weiter. Das sieht aus wie meine Gehirnzellen. Boah, ist der hässlich. Boah. Und der macht noch nicht mal Dampf oben drauf. Boah, ist der hässlich. Der ist richtig hässlich. Boah. Igitt. Bäh. Igitt. Boah. Boah, ist der hässlich. Igitt. Das schmeckt nach Blümchen. Guck mal, da ganz hinten, hinter diesen Bäumen, da ist Wasser, also die Weser. Also da wollte ich ungefähr pennen. Aber hier vorne ist alles abgesperrt. Das ist voll scheiße. Das heißt, prüfen, ob da hinten nichts abgesperrt ist. So, hier vorne ist diese laute Autobahnbrücke. Und genau, da ganz hinten irgendwo in der anderen Flussseite, da habe ich schon dreimal drunter geschlafen. Und genau, ich blende euch mal eine kurze Szene ein, wie laut das war. Herzlich willkommen in der lauten Autobahnbrücke. Es wird eine ohrenbetäubende Nacht sein. Dankeschön. Du wirst morgen nur halb so viel hören wie heute. Ich werde mir Taschentücher in die Ohren stecken, glaube ich. Das wird so richtig geil sein. Und es regnet die ganze Zeit und es ist total kühl. Und deswegen schlafen wir unter dieser Autobahnbrücke. Das wird so richtig geil sein. Das ist hier alles total windig. Dieser ganze Wind muss weg. Das fliegt uns weg, dieser Tag, die ganze Zeit. Das ist richtig hässlich, diese Brücke hier. Das wird eine richtig hässliche Nacht sein. Man ist auferstanden. Und die Nacht, die war voll scheiße gewesen. Man konnte kaum schlafen. Also ich konnte zwar ein bisschen schlafen, aber diese ganzen Geräusche haben so richtig belästigt. Ja, genau. Das ist die laute Autobahnbrücke. Und die ist voll cool. Die ist so ohrenbetäubend laut. Ich konnte danach nichts mehr hören. Und es ist voll scheiße, dass das hier alles abgezäunt ist, weil ich muss darüber. Da hinten ist der Fluss. Ich will zu dieser Flussseite hin. Aber das ist hier alles abgezäunt. Das ist voll scheiße. Ich muss immer weiter nach da lang laufen. Toll, ich wollte nicht so viel laufen heute. Das ist voll scheiße. Ich will mal einen Spot erreichen und nicht die ganze Zeit hier rumlaufen. Weil ich habe heute keinen Bock, viel zu laufen. Ich habe heute nur Fokus auf Schlafplatz genommen am Fluss. Und nicht ans Laufen. Ich bin ein Vogel, der schon mal abgestürzt ist. So, ich laufe jetzt unter dieser Zugbrücke drunter durch, wo ich auch schon mal zweimal drunter geschlafen habe. Also nicht hier, sondern da ganz hinten in der anderen Flussseite. Und genau, da hier fahren ganz oft Züge durch. Das wird richtig geil sein, da drunter durchzulaufen, glaube ich. So, ich bin gerade drunter durchgelaufen. Und das war geil gewesen, da drunter durchzulaufen. Also von mir gibt es eine ganz große Weiterempfehlung dafür. Guckt euch mal an, wie hier ein Zug hier vorbeifährt und mich belästigt. Der macht diese Geräusche. Der ist voll laut. Der ist giftig. Der ist pervers. Der ist pfui. Die geht bäh. Diese ganz komischen Anhänger auch noch. Die sind so farbig. Die sehen so güterhaft aus. So als ob da was drin wäre. Also irgendwie ein Gut und sowas. Das schickt er hier vorbei. Ja, genau. So, ich habe mich ganz spontan dazu entschieden, mich genau hier schlafen zu legen, damit ich die ganze Nacht lang von Zügen belästigt werde. Das wird wieder richtig geil sein. Das ist schon lange her, dass ich das letzte Mal von Zügen belästigt wurde. Also so richtig meine ich jetzt. Darauf habe ich mal wieder so richtig Bock drauf. Weil zur Weser
ich müsste irgendwie da hinten hin. Und das ist ja alles abgezäunt, das ist voll scheiße. Und ich habe überhaupt gar keine Lust weiterzulaufen, um nach dem Zugang zum Fluss zu finden. Weil hier ist die ganze Zeit alles gesperrt, das ist voll scheiße, das ist alles umzäunt. Das ist voll scheiße. Deswegen wird das hier meine Schlaflocation sein. Ganz minimalistisch, damit ich endlich wieder von Zügen belästigt werde. Und ich weiß, dass die mindestens jede halbe Stunde hier durchfahren. Tagsüber noch mehr auf jeden Fall, aber nachtsüber mindestens eine jede halbe Stunde. Oder alle 20 Minuten so ungefähr, genau. Das wird auf jeden Fall wieder so eine richtig geile Nacht werden. Die werden mich heute die ganze Nacht stören. Und als Schlafsetup habe ich Folgendes dabei. Meine Isomatte, mein winzig kleiner Ultralight-Schlafsack und ein Regenschirm. Das heißt, wenn es später regnen sollte, was ich nicht hoffe, ich glaube heute ist Regenwahrscheinlichkeit 35%, dann wird das richtig scheiße sein, heute hier zu schlafen, weil ich habe nur diesen Regenschirm dabei und man muss die ganze Zeit in dem Sitzen hier rumsitzen. Und bevor das zu scheiße sein wird, habe ich noch hier meine Müllsäcke dabei. Das ist ein bisschen Komfort. Aber die werde ich nur auspacken, wenn mir das zu doll auf die Schnauze geht, unter dem Regenschirm zu schlafen. Genau, diese Müllsäcke, das ist eine Backup-Lösung. Und nichts anderes. Die werden sonst nicht benutzt. Und darauf, dass es mein heutiger Schlafplatz sein wird, mit der Hoffnung, dass ich ganz viel von Zügen belästigt werde, werde ich erstmal ganz entspannt ein Bierchen trinken. Geprost! Und jetzt werde ich ein paar Bierpausen nachholen gehen, weil guck mal hier. Guckt euch mal das an. Ich habe hier etwas gefunden. Und zwar da hinten. Da sind Bierpower-Gegenstände, die werden jetzt benutzt von mir, persönlich. Ich grüße Benjamin Tobis. Ich grüße Fabian C. Und ich grüße Hohle Rübe. Hier fahren sogar ECEs lang. Der hier, der ist 5 Minuten später gekommen nach dem ECE. Oder weniger wie 5 Minuten sogar. Voll egal. Ich werde hier heute richtig belästigt. Der ist voll cool! Oh, das hat ein bisschen Wind gemacht. Voll geil! Hier wird man nicht nur von Geräuschen belästigt, sondern auch von Wind. Von dem Wind, was diese Züge verursachen. Genau, das ist voll geil. Das ist eine richtig geile Pen-Location. Schon wieder drin gefahren. Das ist keine 1 Minute her, wo die letzte Bahn gefahren ist, genau da. So richtige Belästigungsgeräusche. Die kommen immer wieder. Und das dröhnt hier, also das schallt hier so richtig. Das ist voll geil. Das geht schön ins Ohr rein. Oh, guck mal. Der hat Autos. Da fahren viele Autos rüber. Hier über die Schienen. Die sind richtig geil. Diese ganzen Autos da vorne. Die verursachen Abgasen. Der hat auch Wind gemacht, das war voll cool. Der hat mir ein bisschen Luft gegen meinen Kopf gepustet. Voll geil. Hier vorne ist schon wieder ein Zug. Voll geil. Ja, schon wieder. Es müssen noch mehr Züge fahren. Hier ist schon wieder ein Passagierzug. Ja, genau. Guck mal.
Züge sind laut und die verursachen Wind. Das ist geil. Ich kann zwar nicht jeden Zug filmen, aber ich würde sagen, dass ich bisher so ungefähr ein Drittel gefilmt habe von den ganzen Zugfahrten, die hier gefahren sind. Ich glaube, wenn ich zu viel filme, ist es zu langweilig. Deswegen filme ich nur ein Drittel von dem, was hier passiert. Oder noch weniger sogar. Genau, ich glaube sogar noch ein bisschen weniger als wie ein Drittel. Hier fahren ganz oft Züge durch und die belästigen mich die ganze Zeit ständig. Aber so richtig. Das ist voll geil. Das wurde auch wieder Zeit. Endlich werde ich nicht mehr in Ruhe gelassen beim Schlafen. Schon wieder kommen hier Züge vorbei. Das nervt mich die ganze Nacht lang. Das ist richtig belästigend. Die fahren hier die ganze Zeit rum. Die machen ja diese Geräusche. Es ist wieder ein Zug rübergefahren. Guten Morgen. Ich wurde heute die ganze Nacht lang von Zügen belästigt. Die sind gefühlt alle 10 Minuten hier durchgefahren. Ich glaube, das längste, was ich geschätzt habe, waren vielleicht 20 Minuten irgendwie Pause dazwischen. Oder 30 oder so, ungefähr. Aber sonst sind ungefähr so alle 10, 15 Minuten hier Züge vorbeigefahren. Das war richtig geil gewesen. Und es hat zum Glück nicht geregnet. Also die vorigen 30% haben sich ausgezahlt gelassen. Also das heißt, ich musste nicht die ganze Zeit hier Regenschirm halten. Das war cool gewesen, nicht Regenschirm zu halten. Ich werde erstmal wach werden und dann gleich frühstücken. So ein bisschen. Ich habe gestern Mettbrötchen gekauft. Also Brötchen und Mett. Zwiebelmett. Weil Zwiebelmett ist voll geil. So, hier habe ich Mett drin. Zwiebelmett, sogar mit Zwiebel drin. Das ist voll geil mit Zwiebeln. Weil Zwiebeln sind gesund. Und die verursachen Mundgeruch und sowas. Also wenigstens die sind gesund. Deswegen... Genau, deswegen Zwiebel mit, weil ohne Zwiebeln ist langweilig. Und das ist mein Natururinmesser. Also ich habe zwei davon. Also das eine hat eine andere Gravur. Und genau. Also das andere hat eine richtige Gravur. Das hier ist es nur gedruckt. Das wird jetzt beschnitten. Und ich bin auch beschnitten. Jetzt das voll cool mit drauf. Frühstück ist fertig. Man kann hier noch nicht mal in Ruhe essen. Geil. Das ist wunderschön, dass man nicht in Ruhe frühstücken kann. Voll egal. Das ist ein geiler Spot. Der ist zu Ende. Ich glaube, das war der letzte Zug gewesen. Ich habe aufgegessen und genau, ich habe aufgefrühstückt und aufgeräumt. Hier, ich habe meinen Platz weggemacht. Meine Isomatte tacker ich jetzt an meine Tasche dran und dann laufe ich nach Hause. Genau, das mache ich jetzt. Das wird auf jeden Fall jetzt mehr als eine Stunde Fußweg werden. So, ich bin losgelaufen und das war ein richtig geiler Spot gewesen. Das hat mir auf jeden Fall gefallen, dort zu schlafen. Das war wunderschön gewesen. Diese Töne nachts über, diese Geräusche, diese Phänomene, die sind voll geil gewesen. Phänomene sind richtig geil. Die kann ich empfehlen. Und jetzt auf dem Nachhauseweg laufe ich jetzt natürlich wieder unter dieser Autobahnbrücke drunter durch. Also genau an der Stelle, wo ich mich gestern ein bisschen aufgeregt habe, dass ich nicht am Fluss dran komme, weil das alles umzäunt war. Das ist voll scheiße, das war alles voll weiter. Und ich bin da immer noch nicht am Fluss dran gekommen. Bis heute noch nicht. Das ist voll scheiße. Ich hab's nicht geschafft. Das heißt, das war ein, wie heißt das Ding? Das war ein unabgeschlossenes Abenteuer gewesen. Ich hab's nicht zum Fluss geschafft. Ich werde deswegen ständig rumfluchen. Das verspreche ich euch. Weil Fluchen ist voll cool. Es muss mehr geflucht werden. Weil Fluchen ist geil. Ich habe heute Nacht von Zügen geträumt. Und mich reizt das Thema Twainsurfing sehr. Prüfen, weil ich das erste Mal Twainsurfing mache. Aber auf jeden Fall nicht in Deutschland oder in Ländern, wo es teuer werden könnte. Wo es Strafen gibt oder so.
Genau, da nicht. Aber sonst, ich will Trailsurfing machen. Ich habe voll Bock drauf, das reizt. Ich will auf einem Zug schlafen. Da habe ich richtig Bock drauf. In irgendeinem Ausland, wo es nicht verboten ist. Auf jeden Fall. Das muss passieren irgendwann. Das ist Abenteuer. Mein Gehirn ist garstig. Gehirnerschütterung. 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 Mein Gehirn ist nicht nur garstig, sondern auch klein. Zu klein für meinen Kopf. Gehirnerschütterung. 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 In diesem Video haben wir unter der ohrenbetäubend lauten Autobahnbrücke übernachtet. So wie ihr ganz kurz diese Szene gesehen habt. Ein echter Wolf war auch unter der Brücke mit dabei. Deswegen schaut euch das unbedingt auch an.